das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Thomas Roth. Guten Abend, meine Damen und Herren, zu später Stunde. Willkommen zu den Tagesthemen, die auch heute auf die Ukraine blicken. Waffenruhe in der Ostukraine wird immer wieder gebrochen. Der Streit über die PKW-Maut eskaliert und Müller sei Dank, Weltmeister Deutschland schlägt Schottland. Die Hoffnung, das war, dass die Waffen schweigen und alles ruhig bleibt. Doch es blieb nicht ruhig im Osten der Ukraine. Trotz der vereinbarten Waffenruhe wurde zumindest vereinzelt und zum Teil sogar mit schweren Waffen geschossen. Amnesty International warf jetzt beiden Seiten Menschenrechtsverletzungen vor, aber die Menschenrechtsorganisation sagte auch, sie habe Beweise, dass Russland den Konflikt anheize. In der Nähe der strategisch wichtigen Stadt Mariupol, in der heute bei den wiederaufgeflammten Kämpfen eine Frau erschossen wurde, liegt der kleine Ort Rosivka. Die Bewohner dort bereiten sich inzwischen auf das Schlimmste vor. Birgit Pfirnig berichtet aus Rosivka. Ein Kontrollposten, den es gestern noch nicht gab. Seit den frühen Morgenstunden bauen sie Barrikaden, seit man in dem kleinen Dörfchen Rosivka Angst hat, dass Russen und prorussische Rebellen den Ort überrollen könnten auf ihrem Marsch nach Mariupol. Alle helfen mit, selbst Bürgermeister Wladimir Paprov. Wir sind alle alarmiert und unterstützen unsere Soldaten. Wir werden ihnen unser Dorf nicht kampflos überlassen. Wir glauben an die Zukunft der Ukraine. Doch an den Minsker Waffenstillstand glaubt hier so recht keiner. Das Misstrauen gegenüber Russland und den Rebellen ist groß. Auf einer Bürgerversammlung haben sie beschlossen, nicht klein beizugeben. Nein, wir werden nicht aufgeben. Wir wissen, dass die Russen diesen Korridor brauchen, um Lebensmittel auf die Krim zu bringen. Dafür muss es eine politische Lösung geben. Wir werden ihnen jedenfalls nicht unser Land geben. Und so kontrollieren sie jeden, der hier durch will. Ein hilfloser Versuch, sich dem übermächtigen Feind entgegenzustemmen. Die Lösungsvorschläge aus Minsk belächeln sie. Wie sollen die Menschen nach all dem Blutvergießen wieder zueinander finden? Das wäre das erste Mal in der Geschichte, dass eine Föderation entsteht, nachdem ein Land auseinandergebracht wurde. Normalerweise ist doch in Deutschland oder in Amerika oder in anderen Ländern immer nur dann eine Föderation entstanden, wenn sich Landesteile vereint haben. Bis in den Abend diskutieren sie an ihrem selbstgebauten Kontrollposten. Wir wollen Frieden, wer will schon Krieg? Aber es ist klar, dass Russland zu uns gekommen ist und Krieg will. Nicht wir sind dahin gegangen, sie sind zu uns gekommen. In Rosivka stellt man sich wieder auf eine weitere unruhige Nacht ein. Das Misstrauen also ist groß, Birgit Pfirnig in Rosivka. Wie ist denn Ihr Eindruck nach diesem heutigen Tag? Kippt die Waffenruhe oder hat sie eine Chance? Also es hat natürlich heute schon in der Nähe von Donetsk Mörserangriffe gegeben und auch in Mariupol hat es große Explosionen gegeben. Aber wenn man so will, große Truppenbewegungen, die hat man heute nicht verzeichnen können. Die ukrainische Regierung und auch das Militär halten an dieser Waffenruhe fest. Aber wir sind viel über die Dörfer heute gefahren. Mein Eindruck bei den Menschen ist schon sehr viel Anspannung. Die Leute sind sehr nervös und keiner glaubt so richtig an diese Waffenruhe, weil man eben davon ausgeht, dass die Russen unbedingt noch nach Mariupol vorgehen wollen, dass sie sozusagen einmarschieren wollen, entweder vom Süden, von der Krim aus oder eben vom Osten, vom Nordosten. Und das macht die Leute sehr nervös. Viele haben heute auch, das haben wir bemerkt, an den vielen Straßensperren mit ihren Kindern gestanden im Auto und sie sind jetzt in den Westen geflohen. Das heißt, es hat jetzt noch mehr Flüchtlinge gegeben als in den letzten Tagen sowieso schon. Also die Waffenruhe ist sehr, sehr brüchig, glaube ich. Vielen Dank, Birgit Pfirnig, für diese Einschätzungen von vor Ort. In der Union droht der Streit über die geplante PKW-Maut zu eskalieren. CSU-Chef Seehofer ging heute die Schwesterpartei CDU scharf an. Mehr dazu in den Nachrichten mit Jan Hofer.
CSU-Chef Seehofer äußerte sich verärgert darüber, dass das Finanzministerium interne Kritik an den Plänen von Verkehrsminister Dobrindt öffentlich gemacht habe. Unter anderem wird Dobrindt nach einem Bericht des Spiegel vorgehalten, die Maut werde vermutlich weniger Geld in die Kassen bringen als erwartet. Rein äußerlich wirkt das Bundesfinanzministerium eher verschlossen. Dass dennoch interne Berechnungen über mögliche Maut-Minus-Geschäfte hinausdrangen, grenzt für den CSU-Chef an Sabotage. Wolfgang Schäuble ist ein Gegner der Maut. Er hat einen Vorschlag gemacht, wo vor allem die Deutschen kräftig zahlen würden. Aber das kommt mit uns nicht in Frage. Und er zieht auch alle Register, um dies deutlich zu machen, vor und hinter den Kulissen. Und das werden wir so nicht hinnehmen. Eine Art Brückenschlag zwischen CSU und CDU versucht der gemeinsame Fraktionsvorsitzende. Zunächst einmal hat ja Horst Seehofer recht, die Maut ist vereinbart und ich bin auch sicher, dass der Finanzminister die Maut nicht torpediert, sondern man muss jetzt die verschiedenen offenen Fragen miteinander besprechen und dafür ist eine Regierung da und das sollte sie mal intern machen. Mit härteren Bandagen droht der CSU-Chef der Schwesterpartei. Nach den Landtagswahlen nächsten Sonntag sei die Schonzeit vorbei. Die USA haben Stellungen der Terrormiliz Islamischer Staat im Westen des Irak bombardiert. Dem Pentagon zufolge sollte ein Staudamm geschützt werden. US-Präsident Obama erklärte in einem Interview mit dem US-Sender NBC, er werde am Mittwoch einen Aktionsplan gegen die Islamisten vorstellen. Er deutete eine breiter angelegte Offensive an, schloss den Einsatz von US-Bodentruppen aber weiterhin aus. Palästinenser Präsident Abbas hat der radikal-islamischen Hamas mit einem Ende der Zusammenarbeit gedroht. Auf einem Treffen der Arabischen Liga in Kairo kritisierte Abbas, im Gazastreifen gäbe es eine Schattenregierung. Die Hamas müsse die zentrale Einheitsregierung anerkennen. Die Hamas wies die Kritik zurück. In Istanbul ist es zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Die Sicherheitskräfte setzten Tränengas und Wasserwerfer ein. Hunderte Menschen waren zuvor friedlich auf die Straße gegangen, um für bessere Sicherheitsvorkehrungen auf Baustellen zu demonstrieren. Hintergrund: Gestern Abend waren bei einem Unfall auf einer Baustelle 10 Arbeiter ums Leben gekommen. Lewis Hamilton gewinnt den großen Preis von Italien in Monza vor Nico Rosberg und Felipe Massa. Kurz vor dem Start fällt bei Hamiltons Wagen die Startautomatik aus, er fällt deshalb dort zurück. Das erwartete Duell der beiden Silberpfeilpiloten ist damit zunächst nicht möglich. Hamilton aber holt auf und macht in der Folge Druck auf den in Führung liegenden Rosberg. Der verbremst sich, Hamilton nutzt seine Chance, übernimmt die Spitzenposition und gewinnt. In der laufenden Weltmeisterschaftswertung holt Lewis Hamilton zwar auf, liegt aber nach seinem heutigen Tagessieg noch 22 Punkte hinter Nico Rosberg. Nein, nicht martialisch mit dem Schwert wie Mel Gibson in dem beeindruckenden Film Braveheart, sondern ganz friedlich und demokratisch kämpfen viele Schotten in diesen Tagen für ihre Unabhängigkeit. Beim Referendum in 11 Tagen könnte das kleine Schottland eine Schicksalsentscheidung treffen, die die britische Geschichte umschreibt, wenn die Schotten mehrheitlich für eine Abspaltung stimmen. Und die Chancen, dass Schottland wirklich Bye-Bye sagt, steigen. Zum ersten Mal sagt eine Umfrage nämlich heute voraus, dass eine Mehrheit der Schotten sich vom Vereinigten Königreich unabhängig machen will. In London ist die Sorge groß. So groß, dass sich sogar die Queen demonstrativ in Schottenkaro hüllte. Annette Dittert. Tauziehen bei den Highland Games an diesem Wochenende. Stark genug fühlt man sich hier für die Unabhängigkeit. Die Queen weiß das. Und so sorgenvoll, wie sie hier ihr kraftstrotzendes Schottenvolk beäugt, mag sie gestern schon gewusst haben, was heute Schockwellen durchs Londoner Establishment trieb. 51% der Schotten würden heute mit Ja stimmen. Schottlands Zukunft und damit die des ganzen Königreichs steht auf Messers Schneide. Und das nur 11 Tage vor dem Referendum. London muss sich jetzt ernsthaft damit befassen, dass in weniger als 2 Wochen das Land auseinanderbrechen kann. In der Downing Street liegen die Nerven also blank und David Cameron schickte deshalb auch gleich heute Morgen seinen Finanzminister zur BBC, wo der Folgendes versprach. Wir werden bereits in den nächsten Tagen einen Plan vorstellen, der Schottland, wenn es bei uns bleibt, deutlich mehr Kompetenzen gibt.
Die Reaktion des immer zuversichtlicheren schottischen Regierungschefs kam prompt. Niemand in Schottland ist so blöd, dass er einem Tory-Finanzminister glaubt. Wenn das wirklich ein ernsthaftes Angebot wäre und nicht nur eine Panikreaktion, weil Westminster dieses Referendum gerade verliert, dann hätten wir das doch gerne etwas eher gehört. Number 10 ist ein bisschen spät dran mit allem, in der Tat. Einen Krisenplan für den schottischen Ernstfall gibt es hier übrigens auch nicht. Sie haben sich einfach nicht vorstellen können, dass es passiert. Und sie wollten nicht, dass jemand denkt, dass sie es für möglich halten, indem sie den Ernstfall vorbereiten. Und das Ergebnis ist, sehr, sehr wenig ist dafür vorbereitet, wenn in knapp 2 Wochen dieses Schottland unabhängig wird. Die Queen dürfte sich also zu Recht Sorgen um ihr Königreich machen. Es könnte sein, dass es kein Vereinigtes mehr ist in 11 Tagen. Das ist ja wirklich eine spannende Sache. Im Fußball übrigens sind die Schotten schon seit 140 Jahren unabhängig. Schottland hat eigene Ligen und hat eine eigene Nationalmannschaft. Und genau diese hat heute Abend gegen Deutschland gespielt und musste dabei leider einen kleinen patriotischen Dämpfer verkraften. Und so schwer es ihr auch gefallen sein mag, die deutsche Nationalmannschaft ist rechtzeitig zur Qualifikation für die Europameisterschaft aus dem WM-Taumel aufgewacht. Bernd Schmelzer. Es war ein beeindruckender Empfang für die Weltmeister in Dortmund. Sehr stimmungsvoll, sehr emotional. Und die DFB-Auswahl startete extrem zielstrebig in die EM-Qualifikation. Rudi auf Müller, der Führungstreffer nach 18 Minuten. Thomas Müller, in Szene gesetzt von Sebastian Rudi, der überraschenderweise rechts hinten in der Viererkette beginnen durfte. Ein typisches Müller-Tor. Unorthodox, mit enormer Sprungkraft, mit dem Rücken zum Tor, quasi in Uwe Seeler-Manier. Die Schotten hatten wenig entgegenzusetzen in der ersten Hälfte. Deutschland hoch überlegen. Reus, der Lokalmatador von Borussia Dortmund, einer der Aktivposten. Das 1:0 zur Pause verdient. Die Mannschaft von Gordon Strachan häufig zu passiv, teilweise zu ängstlich. Nach dem Seitenwechsel ein anderes Bild. Der Weltranglisten 28. machte Druck. Naismith mit einer ersten Duftmarke, die deutsche Abwehr halbherzig im Zweikampf verhalten. Fast fahrlässig, wie die Gastgeber den Spielbetrieb zwischenzeitlich einstellten und die Schotten gewähren ließen. Logische Konsequenz, der Ausgleich durch Anja, 66. Minute. Im erst 7. Länderspiel sein 2. Tor. Fortan entwickelte sich eine hart umkämpfte Begegnung, in der Deutschland 20 Minuten vor dem Ende den 2:1-Siegtreffer markierte. Erneut durch Müller, der nicht nur der Tore wegen bester deutscher Spieler war. Schrecksekunde in der Schlussphase, als sich Reus noch verletzte, wie zuletzt am linken Sprunggelenk. Am Ende bleibt ein Pflichtsieg für Deutschland und das 33. Qualifikationsspiel in Folge ohne Niederlage. Also alles gut, fehlt nur noch das Wetter. Und da hatten wir heute den Eindruck, liebe Claudia, wir müssen tatsächlich Abschied nehmen vom Sommer. Ist das so? Nein, Thomas, es gilt eigentlich nur für den Norden, denn im Süden war es endlich mal richtig schön und verbreitet sogar sonnig, längere Zeit trocken. Im Norden dagegen so ein bisschen Nieselregen, da kam es einem schon eher herbstlich vor. Es waren auch heute wieder einzelne, zum Teil sogar richtig kräftige Schauer und Gewitter unterwegs. Da die nicht vom Fleck kamen, hat es hier und da auch richtig heftig und lange geregnet. Sie sehen hier über der Alb einen so einen Wupsel, dann aber auch über dem Norden Bayerns. Denn hier so in Thüringen, Sachsen-Anhalt, auch da heftige Schauer und Gewitter. Die werden jetzt in der Nacht abklingen. Morgen Vormittag ist es dann meist trocken und nach Nebelauflösung sogar sonnig. Dann kommen nur einzelne Schauer vor. Im Laufe des Nachmittags werden die wieder heftiger. Und zwar von der Ostalb rüber bis zum Bayerischen Wald. Da kann es auch wieder starken Regen geben. Sonst Sonne mit ein paar Wolken und einzelnen Schauern. Im Norden 18 bis 22 Grad, nach Süden bis zu 27 Grad. Die nächsten Tage leicht wechselhaft. Vor allem im Norden und Süden immer mal wieder nass. Und dann gehen die Temperaturen auch etwas runter. Claudia, ganz herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Das war's von uns. Gleich sehen Sie Titel, Thesen, Temperamente mit Max Mohr und den wichtigsten Filmen der Filmfestspiele in Venedig, die gerade zu Ende gegangen sind. Um 2.15 Uhr meldet sich die Tagesschau und morgen ist an dieser Stelle Karin Mioska für Sie da. Kommen Sie gut durch die Nacht.